Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Ja, wir sind gerade wieder an einem Punkt angelangt, wo wir nicht so richtig wissen, was sollen wir als nächstes tun. Ich habe aber folgende Pläne. Und zwar, wir haben erstmal noch ein Insekt, das würde ich nochmal schnell abgeben. Und dann, ihr habt mir schon aufgeschrieben, wir müssen endlich mal aus Links Keller die Schatzkiste holen. Denn mit der Lampe können wir da jetzt auf jeden Fall auch die Kiste öffnen. Und das sind ja schon mal zwei potenzielle Items, die wir jetzt hier nochmal bekommen können. Möglicherweise ist da vielleicht nochmal ein kleiner Schlüssel dabei oder ein Boss-Key etc. Ein schönes Item. Gucken wir mal. Hier wäre es jetzt die Libelle. Also da fehlen uns auch noch einige Insekten. Okay, hier ist es leider nur ein Herzteil. Sammle drei weitere, genau, dann passt es mit der 22. Schade, hier schon mal nichts so krasses. Dann gehen wir hier mal raus. Bin gerade am überlegen, wo können wir denn noch hin? Wo habe ich denn möglicherweise was vergessen? Aber, ja, es gibt einfach auch viele Orte, wo wir noch nicht so richtig vorankommen. So einen Geruchssinn wäre natürlich auch mal krass, so ein Geruch vom Lachs. Dann könnte man nämlich endlich mal in den Schneebereich hier vordringen. Da haben wir auch schon viele kleine Schlüssel und den Boss-Key. Und ich glaube, einen Schlüssel kann man da auch irgendwie auslassen, wenn man das will. Weil wir ja den Morgenstern schon haben. So. Wir gehen einmal nach Ordon. In Ordon gibt es, glaube ich, auch nichts weiter mehr zu tun, wenn ich mich da richtig entsinne. Ich glaube, das ist einfach nur die Truhe, die wir jetzt noch öffnen müssen. Ansonsten sind wir in Ordon, glaube ich, komplett durch. Mir fällt zumindest jetzt auf die Schnelle... Ach ja, hier war ja noch ein Wolf. Leider nur eine Geisterseele. Stimmt, da könnte ich auch nochmal gucken. Habe ich alle Wölfe? Karte? Bisher so eingesammelt? Oder gibt es hier noch irgendwo was, wo man sagt, oh ja, da müsste man nochmal vorbeigucken, aber ich glaube, wir haben alles, ne? Hier gibt es dann halt auch noch eine Statue. Aber ich glaube, ansonsten haben wir die bisher alle sehr gut eingesammelt, die Wölfe. Die okkulten Künste, besser gesagt. Aber so an sich haben wir erst zwei okkulte Künste, ne? Warte mal. Hier. Okkulte Künste. Drei. Oh. Habe ich hier auch noch nicht so richtig markiert. Sollten wir mal machen. So, okay. Dann weiter geht's. Die Sora-Rüstung wäre halt auch geil, wenn wir die bekommen könnten. Verwandeln. So, gucken wir erstmal, was wir jetzt hier im Keller von Link haben. Und je nachdem, was wir da haben, würde ich auf jeden Fall dann nochmal in die Wüste reingehen, in den Tempel, in den Wüstentempel. So, einmal die Lampe. Und einmal down, bitte. Ah, ich kann kein Rückwärtssalto machen, schade. So, zack. Feuer frei. Und hier haben wir die schöne Schatzkiste in einem wunderschönen Grün. Ah, Geld, das, was ich am wenigsten brauche. Okay, schade. Ja, war leider sinnlos. Traurig, aber wahr. Okay. Als nächstes Wüstentempel. Gucken wir mal, wie weit wir kommen und ob wir vielleicht ein, zwei Items erhaschen können. Ja. Sollte da auch nichts sein. Bleibt uns eigentlich nur noch der Wassertempel, oder? Aber der Wassertempel ohne Sora-Rüstung ist halt auch... ich weiß nicht. Gefährlich, sag ich mal. Okay, Wüste. Ihr habt doch schon geäußert, wir könnten noch in die Drillhöhle gehen. Da könnte man vielleicht ein, zwei Geisterseelen noch erhaschen. Komplettieren können wir die auf jeden Fall auch nicht, weil man braucht auch einen Kleider und sowas. Dementsprechend komplett können wir die auf jeden Fall nicht machen. Ich würde es eigentlich vermeiden, in die Drillhöhle zu gehen, denn ich würde die gerne machen, wenn ich bereit bin, die komplett abzuschließen. Es kann natürlich sein, dass wir sie machen müssen, weil da irgendwo ein Schlüssel drin ist, den wir brauchen. Da gebe ich euch recht. Aber ich würde es wirklich eher so als letzte
Maßnahmen nehmen. Glaube ich. Weil ich gehe ungern in die Drillhöhle zweimal rein. Da bin ich ehrlich mit euch. So. Guck mal erstmal, wie weit wir im Wüstentempel kommen. Wir sind ja aktuell sowieso so am Dungeon abrusteln. Immer mal da rein, immer mal da rein. Gucken, wie weit wir kommen. Dann geht's da wieder weiter. Vielleicht kriegt man ja im Wüstentempel einen kleinen Schlüssel noch. Extra. Wer weiß. So. Oder ein geiles Item. Oh, shit. Warum ist denn die Lampe jetzt wieder aus? Hä? Verstehe ich nicht. Warum ist denn die Lampe aus gewesen? Hä? Meine Lampe wurde nicht gespeichert. Passt das ansonsten so? Gott. Ja, ansonsten müsste es eigentlich so passen. Aber warum wurde die Lampe... Ist die Lampe wieder aus gewesen? Habe ich die aus Versehen ausgemacht? Ich bin verwirrt. Okay, hier war ja sonst weiter auch nichts, ne? Das haben wir ja alles geholt, genau. Okay. Hier gibt es ja auch Geisterseelen en masse, ne? Auf jeden Fall 4 Geister, die wir so, ach ja, das war ja auch so eine geile Musik hier. Die wir so töten müssen. Und es gibt ja auch jedes Mal eine Geisterseele. Was ja dann auch wieder gerandomized ist, oder? Ja, mal gucken. So, wir haben... auf jeden Fall den kleinen Schlüssel, den wir erstmal brauchen, um in die nächste Tür reinzukommen. Nämlich hier. So, und da werde ich gleich mal zum Mensch. Was sagt denn unser Itemstand? Wir haben eine Flasche mit Lampenöl. Die würde ich vielleicht gleich nochmal auffüllen. So. Da drüben waren wir drinnen. Und wir gehen mal in den nächsten Raum. So, was können wir hier machen? Da kommen erstmal die kleinen Soldaten. Oh shit, ey, ich mache 0 Schaden. Okay. Machen wir erstmal ein paar Matschköpfe. So, und ich würde die Lampe nochmal rausholen. Ups. Einen haben wir vergessen. Ich muss sowieso nur die Fackeln anzünden, ne? Ja. Und weiter geht's. Tschüss. So, da ist nämlich der erste Geist schon. Da gibt's gleich mal ein Item. Hi. Oder haust du ab? Nee, ne? Nee. So, die kann man auch nur verletzen, wenn sie in dem Moment angreifen, ne? Und es gibt eine Geisterseele. Geil, der Gleiter. Okay. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hier reinzukommen. Frage ist, Gleiter... Was kann man mit dem Gleiter alles machen? Damit könnten wir jetzt zum Beispiel auch in der Drillhöhle weitermachen. Das heißt, wir könnten, glaube ich, jetzt sogar die Drillhöhle beenden, oder? Ich glaube, ja. Oh Gott. Hoffentlich wird das nicht von uns verlangt. Ich würde das gerne als letztes machen. Okay, du hältst den Gleiter. Ist auf jeden Fall, das Item aus diesem Dungeon. Deswegen sehr, sehr wichtig. Und mir fallen jetzt spontan auch noch 2, 3 Orte ein, wo man mit dem Gleiter auch noch ein paar Bonus-Sachen bekommt. Das wäre einmal im Wald, zweimal auf der Ebene von Hyrule irgendwo da so versteckt. Und im Schloss Hyrule Park. So, hier kann ich einmal den Geruch noch aufnehmen. Geruch der Geister gewittert. So, warte mal. Ich sag einfach mal, das ist der Geruch des Geistes. So. Nee, 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 nee.
Ach Mann, komm mach auf die Truhe. Mach auf. Was haben wir denn da Schönes drin? Pfeile. Wahnsinn. So. Haben wir die Seite auch gleich gecleared. Nur mit dem Kleider bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir gehen wieder raus. Die Musik, ey, die kotzt mich irgendwie an. Die passt hier überhaupt nicht. Okay. Wo ist er denn da? Enterhaken. Zack. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, der Kopierstab hat wieder seine magische Kraft. Oh, das ist gut. Das heißt... Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da kriegt man auch richtig viele Items. Ja, Mann. Oh, das war eine gute Entscheidung, herzukommen. Ach ja. Oh, Mann, diese Musik. Ich will diese Musik nicht hören. Das ist echt schlimm. Okay, was können wir noch machen? Wir können jetzt da lang gehen, wir können da lang gehen. Jeweils gibt es dort Schatzkisten. Ich würde aber sagen, wir gehen hier lang. Und hier kann man auch so eine Kette rausziehen, genau. Wir gehen erstmal hier rein und gucken mal, was uns hier erwartet. Okay, die Atmosphäre ist einfach komplett zerstört mit dieser Musik. So. So. Hier brauchen wir schon wieder einen Schlüssel. Das heißt, da ist schon mal vorbei. Hier könnte man theoretisch reingehen. Wir müssen aber sowieso unten erstmal rein. Okay. Hier wieder raus. Kann ich die Musik ausstellen? Geht das? Nee, da. Ich glaube, die Musik kann man nicht ausstellen. Nö. Also hier würde ich es mir tatsächlich wünschen, mal kurz die Musik auszustellen. Aber naja. Zu so einem Minispiel passt das vielleicht ganz gut, aber jetzt, ganz ehrlich, jetzt brauche ich das nicht. So, und jetzt ziehen mal und da geht hier schön eine Tür auf oder eine Treppe runter, beziehungsweise. Okay, runter da. Da gibt es auf jeden Fall auch eine Schatzkiste. Jetzt kommen, glaube ich, Zombies, ne? Gyptos quasi. So, einmal zum Mensch werden, bitte. Und wir holen uns hier nochmal kurz das Ding raus. Wahnsinn. So. Genau, ich glaube nämlich, dahinter ist ein Gypto. Schauen wir mal. Ja. Aber die sind eigentlich easy mit dem Morgenstern. So, was gibt's hier? Eine Geisterseele, okay, 31. 20 Rubine gibt's auch noch. Wow, ich freue mich. Hahaha. So, Fanghaken nach oben. Okay. Ja, hier so wahrscheinlich. So, runter da. Jetzt können wir hier lang. Da geht es auch in einen einzelnen Raum rein. Da können wir halt nicht rein. Wir brauchen einen Schlüssel. Hier gibt es den nächsten Geist. Perfekt. Den nehmen wir natürlich liebend gerne mit. Hi. Shit. Das ist schlecht. Los, greif an. Und tschüssi. Und da haben wir die Nummer 35. Ah, Bombenkäfer. Ich sollte wirklich mal eine Bombentasche aus... Hä, wir haben doch auch schon eine zweite Bombentasche, oder? Was habe ich denn hier gemacht? Irgendwie habe ich ganz viel vergessen. Oder das wurde nicht gespeichert. Das ist irgendwie merkwürdig. Ja, wir haben schon eine zweite Bombentasche. Irgendwie habe ich... Kann das sein, dass ich mal vergessen habe zu speichern?
Irgendwie merkwürdig. So, guck mal, hier ist irgendwie... Nee. Gut, nee. Hier sind wir fertig. Zweite Geisterseele, Hammer. Erledigt. Wir müssen mal Bomben verkaufen, glaube ich. Damit wir einfach mal eine leere... Oh Gott, eine leere Bombentasche haben. Nee, wir müssen sowieso runter. Zack. Können eigentlich gleich wieder zurückdrehen. Kann ich das nicht als... Doch. So, das drehen wir wieder zurück. Ich meine, wir haben jetzt schon zwei sehr krasse Items wieder bekommen, mit denen wir eigentlich jetzt wieder rausgehen könnten. Denn mit dem Kopierstab kriegen wir jeweils gute Items. Damit können wir unser Buch weiter auffüllen. Ich weiß aber nicht, ob wir erst noch was triggern müssen. I don't know. Okay, jetzt gibt es ja sowieso nur noch den Weg hier lang. Dann gibt es auch noch mal viele Schatzkisten. Ich weiß aber nicht, wie weit wir noch kommen. Das ist halt die Sache. So, erstmal zum Mensch werden. Hi! Der hat überhaupt keinen Bock auf mich. So, mein Freund. Tschüss! Da gibt es erstmal noch eine schöne Schatzkiste for free. Die gucken wir uns mal an. Was haben wir denn hier? Okay. Ja, und hier hört es dann auf. Ich glaube, hier komme ich auch nicht weiter, oder? Oder kann ich hier irgendwie mit dem Enterhaken oder etc. pp. Irgendwas machen noch? Ich glaube, hier brauche ich echt den Schlüssel, oder? Ich glaube, über den Schlüssel komme ich dann hier hinter. Warte noch mal kurz auf die Karte gucken. Boah, jetzt ist aber auch ordentlich noch was los, ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich hätte gesagt, über den Schlüssel da hinten kommen wir dann einmal hier rum und können dann hier oben weitermachen und so alle Geister quasi töten. Ich wüsste zumindest jetzt gerade nicht, wie ich sonst weiter agieren soll. Weil hier ist ja aktuell nichts weiter, oder? Da oben ist noch ein Enterhakenpunkt. Kann ich damit was machen? Komme ich gar nicht ran. Müsste man mal kurz ausprobieren, warte. So, die sind erstmal tot. Weil hier komme ich ja gar nicht. Hier komme ich nicht hoch. Da ist zwar ein Enterhakenpunkt, aber ich komme da nicht hin. Wenn ich schnell genug bin. Okay. Und jetzt? Kann ich hier noch irgendwas tun? Nicht wirklich, ne? Das ist, glaube ich, eher, ich soll mich dann hier zurückziehen oder sowas. Ich glaube, tricksen ist da nicht. Naja, hier ist wie gesagt auch der Würfel, den müsste ich erst zur Seite ziehen. Dann habe ich quasi wie so ein Shortcut. Hierhin komme ich nicht. Nein, hier geht es, glaube ich, nicht weiter. Okay, ich gucke mir nochmal den Raum nebenan an, ob ich noch irgendwas machen kann. Nee, ich komme oben rum, ne? Das ist, glaube ich, das. Ich komme von den anderen Raum aus hier oben lang. Ich glaube, das ist die Lösung. Aber ich glaube, ich brauche den Schlüssel. Den wir halt noch nicht haben. Genau, ich komme dann hier oben raus, dann komme ich da rüber und dann kann ich da irgendwie weitermachen. Das ist, glaube ich, das Rätsels Lösung. Aber gut, dann sind wir hier erstmal wieder fertig. Dann kann ich mehr nicht machen. Leider. Aber, was soll ich sagen? Wir haben zwei krasse Items bekommen, ne? Beziehungsweise, der Kopierstab wurde erweitert. Und wir haben den Kleider bekommen. Ich glaube, zufriedener können wir fast nicht sein. Also wir können jetzt ordentlich was tun. So, jetzt müssen wir erstmal wieder raus hier. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei, liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen, für eure fleißigen Kommentare. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein zum Twilight Princess Randomizer. Mit dem Kleider und dem Kopierstab können wir jetzt auf jeden Fall wieder einige Items erhaschen. Denn wir haben jetzt die Möglichkeit, die Statuen zu bewegen.
pro Statue gibt es eigentlich auch immer eine Schatzkiste und normalerweise schaust du dir ja dann den Ort unter der Statue an, wo dann irgendwelche Hieroglyphen verzeichnet sind, die man dann in das Buch Kumula einträgt. Und das ist auch jedes Mal ein random Item, weil wir haben ja auch schon Schriftzeichen bekommen für das Buch Kumula. Dementsprechend werden wir auf jeden Fall richtig viele Items bekommen, Leute. Aber mehr dazu im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zu Twilight Princess. Tschüssi!